Herren. Ja, der Fischer, das ist ja so etwas wie ein Wundermann für Schalke. Er zieht die Zuschauer ins Stadion, er schießt die Tore, er soll die Mannschaft wieder aufrichten. Ich bin gespannt, ob das nicht zu viel ist für einen allein, der vor ein paar Wochen noch invalide war. Jedenfalls Bayern München war heute der große Maßstab für die Schalker. Wenn sie da nur einigermaßen mithalten könnten, so sagte man sich, dann sei noch nicht alles verloren. Klaus Schwarze war im Stadion, 70.000 Zuschauer, Schalke gegen Bayern München. Und es wären noch mehr Zuschauer gekommen, wenn Platz gewesen wäre. Die Schalker hier im weißen Trikots mit Danner im Angriff. Gespielt sind 3 Minuten. Bei den Bayern fehlt weiterhin der verletzte Hoeneß. Bei Schalke hier mit der 10 Jara wieder dabei, der zuletzt wegen 10 gelber Karten aussetzen musste. Drexler, Freistoß für den FC Schalke 04, entschieden durch Schiedsrichter Luca. Der 7, Elgert, die Nummer 4, das ist Drexler. Hier rechts im Bild. Jara ist der Spezialist für Freistöße. Elgert, Fischer, das 1:0 nach nur 4 Minuten. Ein Auftakt, wie man so schön sagt, nach Marz. Das war ja wieder der alte Klaus Fischer. Im richtigen Moment an der richtigen Stelle. Das ist sein alter Torriecher. Hier die Wiederholung. Elgert, der natürlich nicht sehen konnte, dass Fischer da hineinlief. Aber dann dieser Einsatz. Aber auch Torhüter Müller, der ja weiter Junghans, und zwar gut vertritt, machtlos. 10 Minuten lang dann nur vorsichtiges Abtasten beider Mannschaften. Dann kamen die Bayern. Hier mit Niedermeier, dem Libero, mit der Nummer 4. Dremmler, Augenthaler, Rummenigge, heute Gegenspieler von Thiele. Noch einmal Augenthaler, Rummenigge im Doppelpass. Und zum ersten Mal Norbert Nikpur geprüft. Die interessantesten Duelle wohl die Zweikämpfe zwischen Thiele und Rummenigge und vielleicht noch wichtiger das Duell Wittcher gegen Breitner. Die 19. Minute nun, noch einmal die Bayern, Rummenigge und Jansson. Und da merkt man Karl-Heinz Rummenigge wohl doch den Zwang an, Tore zu machen. Er nimmt Jansson, der wesentlich besser steht, hier den Ball regelrecht vom Fuß. Weiner. Der Boden sieht recht gut bespielbar aus, aber er war zum Teil doch noch hart gefroren und etwas glitschig. Der 3, das war Thiele, der Mannschaftskapitän und Gegenspieler von Rummenigge also. Und so konterte Schalke heute. Sie werden es gleich sehen, viel Einsatz auf beiden Seiten, aber keineswegs ein hartes Spiel. Joni, Schalkes Libero. Danner und Jara. Fischer, der häufig nach links auswich. Sehr viel kämpferischer Einsatz bei ihm. Jara, Danner, Torhüter Müller. Das war die 27. Minute. Es sah fast so aus, als ob dieser Ball bereits hinter der Linie gewesen wäre. Hier Jara, der zunächst verpasst, dann der Kopfball von Danner. Aber ich glaube, zu Recht entschied Richter. Schiedsrichter Luca hier nicht auf Tor. Schalke führt also weiter mit 1:0 und drängt weiter. Jara. 5, wieder Danner, der heute wohl nicht seinen besten Tag hatte. Noch einmal Jara und er kann aus solch einer Distanz schießen. Zur Pause heißt es weiter 1:0 nach einer enttäuschenden Leistung der Bayern. Sicher verdient diese Führung der Schalker. Dann nach dem Wechsel mit der Nummer 12 bei den Bayern, jetzt Del Haie für Dürnberger. Aber fast der gleiche Auftakt wie nach dem ersten Anpfiff. Wiederum 3,5 Minuten nach Beginn der zweiten Hälfte. Wittcher, noch einmal Fischer. Und Torhüter Müller hier gegen Elbert. Klaus Fischer, der sich ganz sicher immer weiter seiner Bestform nähert. Was er heute für die Mannschaft wert ist, konnte man in vielen Szenen sehen. Hier mit der 12, das ist Del Haie, ganz sicher auch ein Gewinn. Das war Del Haie, dann Kraus, Jansson und wohl Kraus, der Torschütze, der eben links aus dem Bild herauslief. Eine etwas verwirrende Situation, die wir gleich noch einmal sehen werden. Der Glückwunsch, der Bayern-Spieler gilt hier zwar Del Haie, aber nun zunächst die Wiederholung. Rummenigge, dann Del Haie, dessen Schuss nur in der Innenkante der Latte landet.
Kraus im Nachsetzen. Für mich ist er der Torschütze, denn der Ball war hier hinter der Linie. Jansson setzt noch einmal vorsichtshalber nach. Also das 1:1 nach 50 Minuten durch Kraus. Schalke mit Bittchen. Drexler, der nun offensiver wurde, aber auch bei den Bayern schien es in der Pause wohl ein Donnerwetter des Trainers gegeben zu haben, denn nun kämpften die Gäste mehr. Jansson nicht im Abseits, Nick Buhr nun wesentlich häufiger geprüft. Breitner. Die Bayern drängen vermehrt. Rummenigge, die 67. Minute, endlich trifft auch er einmal wieder. 2:1 führen die Bayern, 67 Minuten gespielt. Im Oktober konnte Karl-Heinz Rummenigge sein letztes Tor erzielen. 7 Spiele blieb er ohne Treffer. Hier sein erstes Tor wieder. Karl-Heinz Rummenigge. Die Gäste führen und werden nun immer stärker. Breitner. Noch einmal Rummenigge, gegen den Thiele einige Schwierigkeiten hatte. Immer noch Rummenigge. Die klareren Möglichkeiten haben nun die Bayern. Breitner, packende Duelle zwischen ihm und Bittcher. Und nun könnte es schon 3 oder 4:1 stehen. Schalke scheint mit den Kräften am Ende. Niedermeier. Rummenigge. Thiele hielt sich etwas zurück. Der Innenpfosten rettet hier für Nick Buhr. Thiele hielt sich etwas zurück. Er sah in der ersten Hälfte die gelbe Karte. Seine 7. ist das, im nächsten Spiel muss er also zuschauen. Dann aber bäumte sich plötzlich Schalke noch einmal auf. Nach vorne getrieben durch Fischer. Opitz. Täuber. Täuber hier, der Spieler mit der Nummer 11. Er war Gegenspieler von Jansson, aber er wurde nun immer offensiver. Hier ist er wieder. Bei den Schalkern inzwischen auch Szymanek in der Mannschaft für den enttäuschenden Danner. Und Klaus Fischer. Bittcher. Verwirrung in der Bayern-Abwehr, die wohl schon geglaubt hatte, diesen Sieg über die Zeit retten zu können. Aber Schalke drängt auf den Ausgleich. Thiele. Jara. Szymanek. Drexler. Bittcher. Elgert. Noch einmal Bittcher. Und das 2:2. Was keiner wohl mehr erwartet hatte. In der 88. Minute doch noch der Ausgleich. Der Torschütze Bittcher. Dabei blieb es auch. Aufgrund der zweiten Hälfte hätten die Bayern wohl eher einen Sieg verdient gehabt, aber den Schalkern half heute andererseits nicht nur das Glück des Tüchtigen, sondern vor allem auch ihr kämpferischer Einsatz.